Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Debatte heute hier im Plenum ist ja doch deutlich ruhiger als das, was uns die letzten Tage und Wochen im Zusammenhang mit dem Landeshochschulgesetz begegnet ist. Und insofern zeigt sich auch, dass wir heute in diesem Hause doch weitestgehend mehr Einigkeit haben, als draußen offensichtlich angenommen wird. Es wurde viel diskutiert, das ist richtig. Und Herr Professor Metling, Sie haben recht, es gab eine Reihe von Änderungsanträgen aus den Koalitionsfraktionen heraus. Aber ich sehe das gar nicht als kritikwürdig an, sondern ich glaube, dass das der Beweis der gelebten parlamentarischen Demokratie ist, die wir in diesem Land haben. Und jeder Verdacht, dass wir doch ein Stück weit einer Ministerialdiktatur unterliegen, haben wir mit diesem Landeshochschulgesetz jedenfalls das Gegenteil bewiesen. Meine Damen und Herren, es gab viel Kritik, es gab unsachliche Kritik, es gab polemische Kritik, insbesondere zu dem Thema, zu dem auch Herr Brotkorb schon Ausführungen gemacht hat. Ich möchte auf diese Kritik zum Ende noch kurz eingehen, denn eines, und das möchte ich hier betonen, eines müssen wir uns vergegenwärtigen, der Kern und der Schwerpunkt der Novelle des Landeshochschulgesetzes liegen eben nicht dabei, hier den Diplomgrad wieder neu einzuführen oder beziehungsweise zu verteidigen. Es gibt drei wesentliche Bereiche, die durch das Landeshochschulgesetz sichergestellt werden. Das ist zum einen die Stärkung der Hochschulautonomie durch die Professionalisierung der Leitungsstruktur. Das ist die Verbesserung der Studienbedingungen für die Studenten. Und es ist nicht zuletzt auch ein klares Bekenntnis zum Bologna-Prozess und zu den KMK-Vorgaben. Auch dazu will ich nachher einiges sagen. Zunächst einmal, was die Stärkung der Hochschulautonomie betrifft und die Professionalisierung der Leitungsstruktur. Meine Vorredner sind bereits darauf eingegangen. Haben wir gerade im Bereich der Medizin eine umfassende Neustrukturierung der Leitungsstruktur. Wir schaffen durch das Integrationsmodell hier eine engere Verknüpfung zwischen Forschung und Lehre sowie der Krankenversorgung, sodass diese Bereiche zukünftig wieder einheitlicher Leitung und Aufsicht unterliegen. Und dabei wird durch die organisatorische Veränderung im Vorstand und im Aufsichtsrat auch sichergestellt, dass die Teilkörperschaft Universitätsmedizin eng an die Universität gebunden bleibt. Darin liegt nämlich gerade die Besonderheit dieses Modells. Und sowohl auf der Vorstands- als auch auf der Aufsichtsratsebene sind Mitglieder der Universität mit eigenen Rechten vertreten. Dies stärkt den Zusammenhalt und wird der Praxis zu einer verbesserten Zusammenarbeit und Abstimmung der unterschiedlichen Interessen führen. Zu bemerken ist in dem Zusammenhang, dass durch den Änderungsantrag der Koalitionsfraktion zukünftig auch der Pflegebereich im Vorstand der Hochschulmedizin als vollstimmberechtigtes Mitglied vertreten sein wird, sodass auch dort sich niemand übergangen fühlen kann. Wir haben im ursprünglichen Gesetzentwurf das Integrationsmodell zunächst nur für Greifswald vorgesehen gehabt. Ich freue mich, dass auch die Universität Rostock in der Kürze der Zeit noch die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir heute hier dieses Integrationsmodell auch für die Universität Rostock beschließen können. Und ich glaube, dass wir hier auf einem guten Weg für eine stabile und gesicherte Zukunft der Universität und ihrer Medizin, ihrer Klinika sind. Heftig diskutiert wurde im Zusammenhang mit der Stärkung und Professionalisierung der Leitungsstruktur auch bei den Koalitionsfraktionen die Wiedereinführung des sogenannten Lebenszeitkanzlers. Der Kanzler, auch das wurde bereits ausgeführt, wird zukünftig also wieder als Beamter auf Lebenszeit berufen werden können. Grund dafür ist, dass das Amt des Kanzlers aus unserer Sicht kein hochschulpolitisches Wahlamt ist, wie beispielsweise die Funktion des Rektors, sondern wir vertreten die Auffassung, dass das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit die Kontinuität und die Professionalität der Hochschulleitung erhöht. Die persönliche Unabhängigkeit des Kanzlers ist ein stabilisierender und ausgleichender Faktor, gerade in einer stets auch von Partikularinteressen unterworfenen Einrichtung. Daher haben wir hier diese Änderung vorgenommen und alternativ, auch das ist das Ergebnis der heftigen Diskussionen, muss man schon sagen. Alternativ haben wir vorgesehen, dass natürlich auch ein Prorektor für Verwaltung eingesetzt werden kann. Meine Damen und Herren, als zweites, ich wies bereits darauf hin, ist ein Ziel des Landeshochschulgesetzes die Verbesserung der Studienbedingungen für Studenten. Auch hier hat Herr Brotkorb bereits ausführlich darauf hingewiesen, was wir im Einzelnen an Neuerungen vornehmen. Ich will nur in der kurz nochmal zusammenfassen. Wir schaffen einen leichteren Zugang vom Bachelor zum Master. Wir reduzieren die Prüfungslast für die Studenten. Wir
führen ein, dass Auslandssemester auf die Regelstudienzeit nicht anerkannt werden. Und wir ermöglichen Studentinnen und Studenten zukünftig auch ein Teilzeitstudium, was insbesondere Eltern und Berufstätigen entgegenkommt. Als drittes, meine Damen und Herren, bekennen wir uns mit diesem Landeshochschulgesetz auch zu Bologna. Auch wenn das in der Diskussion um den Diplomgrad oftmals letztendlich vergessen oder beziehungsweise das Gegenteil behauptet wird. Zum einen möchte ich noch voranschalten, wir können anhand der Akkreditierungsregelung, die wir in dem Gesetzentwurf vorgesehen haben, deutlich erkennen, dass wir in diesem Land keine Sonderwege vorhaben und keine Lex Mecklenburg-Vorpommern schaffen wollen, die nicht mit den Vorgaben von KMK kompatibel sind. Wir möchten, dass die Akkreditierung zukünftig eben genau den Vorgaben von Bund und Ländern folgt. Und deshalb kann auch der Vorwurf, wir würden hier in Mecklenburg-Vorpommern Insellösungen schaffen, nicht greifen. Wir bekennen uns zum Bologna-Prozess und zu den modularisierten Studiengängen. Und wir wollen eben nicht zurück zu den alten Diplomstudiengängen. Und der Vorwurf, der uns gemacht worden ist, es hätte ein Rollback gegeben im Zusammenhang mit dem Landeshochschulgesetz, ist hier eben nachweisbar nicht wahr. Wir werden auch weiterhin auf die internationale Vergleichbarkeit der Studiengänge und der Studienleistungen abstellen und werden dann dafür sorgen, dass unsere Studenten auch zukünftig die Mobilität besitzen, sowohl innerhalb Deutschlands, aber auch im europäischen Ausland und international ihre Studienleistungen anerkannt zu bekommen. Meine Damen und Herren, im Zusammenhang mit dem Diplom, es wurde bereits gesagt, gab es zahlreiche Kritik, teilweise unsachliche, teilweise aber auch sehr polemische. Was mussten wir uns da nicht alles anhören lassen? Unter anderem hieß es, wir wären Nostalgiker, und ich zitiere jetzt Herrn Klever, die in einer Nacht- und Nebelaktion in Hinterzimmern Nebelkerzen zünden, um letztendlich den Diplomgrad hier zu retten oder wieder einzuführen. Also ich kann dazu nur sagen, der Vorwurf von Nebelkerzen und Hinterzimmeraktionen kann so nicht aufrechterhalten bleiben. Wir haben in diesem Jahr zwei umfangreiche Anhörungen bezüglich Hochschule- und Studienqualität durchgeführt. Die erste Anhörung widmete sich insbesondere der Studienqualität an den Hochschulen unseres Landes unter Berücksichtigung des Bologna-Prozesses und fand am 22. Mai im Bildungsausschuss statt. Hier haben 22 offiziell benannte Sachverständige zu 26 Fragen Stellung nehmen können. Eine zweite Anhörung dann im Zusammenhang mit der Novellierung des Landeshochschulgesetzes fand am 30. September im Bildungsausschuss statt. Hier waren 60 Sachverständige benannt und 35 Fragen zu beantworten. Und Sie sehen, dass durch diese umfangreichen Anhörungen, die geführt worden sind, natürlich auch gerade die Eingaben, die zu den Änderungen geführt haben, überhaupt erst Diskussionsgrundlage wurden. Wir haben also diese Einwendung und die Anregung sehr ernst genommen und keineswegs in hinteren Zimmern versucht, hier Nebelkerzen zu zünden. Aufgrund der wirklich umfangreichen Empfehlungen aus den Anhörungen wurden dann die verschiedenen Änderungsanträge erarbeitet und im Bildungsausschuss letztendlich auch mit großer Mehrheit angenommen. Insbesondere auch von der demokratischen Opposition wurden hier ja auch Zustimmungen in vielen Punkten signalisiert, beziehungsweise wurde Zustimmung erteilt. Meine Damen und Herren, Herr Brotkopp hatte bereits darauf hingewiesen, wir haben also sehr divergierende Fürsprecher und ablehnende Stimmen zu der Frage des Diplomingenieurs. Ich möchte an dieser Stelle den Deutschen Hochschulverband zitieren, der in einer Presseerklärung die Regelung, wie wir sie hier im Landeshochschulgesetz von Mecklenburg-Vorpommern nun vorsehen, sehr begrüßt und von einem bundesweiten Vorbildcharakter spricht. Ich zitiere: Wir sehen in dem neuen Gesetz eine gelungene Umsetzung der ursprünglichen Ideen und Empfehlungen des Bologna-Prozesses aus dem Jahr 1999, nämlich eine konsequente Zweiteilung des Studiums unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten. Ein zentraler Punkt des Gesetzes ist die Möglichkeit, Absolventen eines Masterstudiengangs auf Antrag das Diplom verleihen zu können. Dies bedeutet keinesfalls ein Festhalten an alten elitären Zöpfen oder ein Infragestellen der Bologna-Reform, sondern eine kreative Weiterentwicklung derselben. Zitat Ende. Und dann weise ich darauf hin, dass der Deutsche Hochschulverband eine bundesweite Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland mit über 25.000 Mitgliedern ist.
Und ich glaube, dass das doch schon eine gewichtige Stimme ist, die uns zu Recht stolz auf eine Vorbildrolle sein lässt, die wir heute hier mit der Beschlussfassung zum Landeshochschulgesetz einnehmen. Meine Damen und Herren, wir verabschieden heute das modernste Landeshochschulgesetz in Deutschland. Wir stärken unsere Hochschulen im nationalen und internationalen Wettbewerb. Wir verbessern die Studienbedingungen für die Studentinnen und Studenten in unserem Land, machen damit auch die Attraktivität unserer Hochschulen für Studenten aus anderen Bundesländern größer. Und wir gehen letztendlich, wie gerade schon ausgeführt, mit Vorbildcharakter voran, sodass andere Bundesländer sicherlich folgen werden. Und lassen Sie mich zum Abschluss mit etwas Verwunderung dann die Kritik der IG Metall an dieser Stelle zitieren. Die IG Metall, deren Vorstandsmitglied Regina Görner, meinte also, wir sollten doch dem Landeshochschulgesetz bitte nicht zustimmen, weil Mecklenburg-Vorpommern damit andere Bundesländer in Zugzwang bringen würde. Da muss ich doch nur sagen, also, meine Damen und Herren, eigentlich bedürfte es doch keines Kommentares. Wir sind doch nicht mehr im vorletzten Jahrhundert, wo es hieß, dass in Mecklenburg-Vorpommern alles 50 Jahre später geschieht. Wir sind inzwischen unserer Zeit offensichtlich voraus. Wir sollten das nutzen, hier ein Landeshochschulgesetz zu verabschieden, was viele Nachfolger in anderen Bundesländern haben wird. Und ich gehe von einer breiten Zustimmung aus und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Specht. Das Wort hat jetzt noch einmal Professor Mädling für die Fraktion Die Linke.